Dieser Orgel überzeugt, das ist das Wichtigste. Sie hat Charakter, sie hat Ausdruck, sie hat Charme und sie hat aber auch eine gewisse Rauheit. Und das braucht es in diesem riesigen Kirchenraum, um einen klaren Ton zu vermitteln und mit diesen Klängen dann die Zuhörer im Gottesdienst und Konzert in die Musik einzusaugen. Ich mag das unglaublich, diese besondere Klangfülle von einem historischen Instrument, was einfach vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz die Brillanz hat, aber eigentlich dann viel mehr Volumen bringen kann, weil einfach die Klänge reicher sind als eine ganz moderne Orgel. Und das hat mich sofort sehr angesprochen und es ist eine große Freude, hier zu spielen. Man kann sagen, dass es ein porażające wrażenie. Widać, że to będzie coś pięknego w Gdańsku, w Polsce i pewnie w Europie. Ten instrument jest cudowny, jak widać i słychać. Bardzo mi się podobał, ponieważ bardzo lubię muzykę z towarzyszeniem trąbki. I mi się ten, że tak powiem, duet trąbka plus organy bardzo spodobał. I, no i dzisiaj naprawdę pełna satysfakcja, bardzo mi się podobało i repertuar. Także jestem pod ogromnym wrażeniem. Also die Orgel ist exzellent. Sie ist handwerklich sehr gut gebaut. Ich habe keine Probleme irgendwie im Spiel gehabt, sondern konnte mich einfach darauf verlassen, dass das Instrument mir entgegenkommt. Ich kann kommunizieren mit dieser Orgel als Musiker und das kann ich nicht mit jeder Orgel, sondern da gibt es sehr wenige Instrumente, die so etwas zulassen, die eine gewisse Freiheit dem Interpreten erlauben und ihn nicht zwingen, alles so zu machen, wie die Orgel will, sondern diese Orgel, die geht in einen Dialog und dann entsteht gute Musik. Der Raum ist fantastisch, es ist einfach ein Genuss, akustisch wie optisch, es ist ein wunderbarer Raum, der sehr inspiriert zu musizieren. Die Orgel, ich habe ja gesagt, wie farbig sie klingt, auch optisch ist sie einfach ein Blickfänger.